Wertewandel in der Gesellschaft, das ist Jahresthema 2017 gesehen, wo Freidenker von der Region Winterthur gewählt haben für ihre Aktivitäten. Das sind Themenabende, wo alle zwei Monate stattfinden, wo ein Mitglied ein Thema dort vorbereitet und präsentiert, wo man dann anschließend diskutiert. Das sind die zwei öffentlichen Vortragsveranstaltungen, so wie es heute eigentlich stattfinden tut. Und das ist die Plakataktion, an die Sie sich vielleicht erinnern können, die im Mai stattgefunden hat. Da haben während zwei Wochen so Plakate im Winterthur gehangen mit einem Motto, das jeweils auf den Wert unserer Gesellschaft hinweisen. Wo wir nach einem Referent gesucht haben, auf dem Gebiet von der Ethik und Wert, ist uns der Professor Dr. Markus Huppenbauer sehr empfohlen worden. Ich habe dann seinen Lebenslauf angeschaut, habe gesehen, dass er an der Uni Zürich Theologie und Philosophie studiert hat, dass er seit 2006 Professor ist für Ethik, auch an der Uni Zürich, und dass er daneben Direktor ist vom Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik. Wie Sie wissen, vertreten Freidenker den nicht religiösen Teil der Bevölkerung. Darum bin ich gar nicht sicher gewesen, dass der Herr Huppenbauer würde zusagen. Er hat aber sofort zugesagt und geschrieben, dass er sehr gerne bei einer Veranstaltung der Freidenker Referat halten, solange sein Auftritt nicht so kommuniziert wird, dass er sich mit dem Vereinsziel identifiziert. Diese Offenheit hat uns natürlich sehr gefallen. Die Offenheit haben aber auch die Freidenker gehabt, die einen so einen hochrangigen Theologen eingeladen haben. Ich bin überzeugt, dass der Herr Huppenbauer und die Freidenker einen Haufen gemeinsame Werte haben, die aber unterschiedlich begründen. Während Freidenker der Ansicht sind, dass Werte eigentlich auf Vernunft basieren, möglicherweise sieht das der Herr Huppenbauer ein bisschen anders. Auf jeden Fall bin ich jetzt so sehr gespannt auf eine angeregte und faire Diskussion. Der Herr Huppenbauer hat auch viel publiziert, unter anderem zwei Bücher. Das eine, das ist Leadership und Verantwortung, Grundlagen ethischer Unternehmensführung. Ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen und bin zu der Ansicht gekommen, dass das ein Buch ist, wo eigentlich zur Pflichtlektüre von jedem Chef von einer Unternehmung gehört. Dann ein zweites Buch, das er zusammen mit Barbara Bleisch geschrieben hat, wo Sie vielleicht kennen als Moderatorin im Schweizer Fernsehen Philosophie am Sonntag. Das heisst ethische Entscheidungsfindung. Und wie der Titel sagt, wird hier eine Systematik vorgestellt, wie man bei schwierigen Fragestellungen zu einer ethisch gut vertretbaren Entscheidung kann kommen. Die Bücher können Sie im Anschluss an Diskussion während dem Apéro kaufen. Der Büchertisch ist organisiert worden von der Buchhandlung Buch am Platz. Und verkaufen tut das Frau Luther. Und ich möchte ihr jetzt schon sehr herzlich danken für die Überstunden, die sie jetzt hier macht. Der Herr Huppenbauer ist auch bereit, die Bücher zu signieren, falls das gewünscht wird. Und jetzt möchte ich aber nicht länger werden, sondern wirklich dem Herrn Huppenbauer das Wort geben. Ja, mein Name. Schönen guten Abend auch von mir. Ich will jetzt noch schnell Schweizerdeutsch reden. Nachher wird es ein bisschen ungewöhnlich, weil ich auch Deutsch. Aber das ist ja so abgemacht und ich denke auch, mit Blick auf die Aufnahme ganz praktisch, sie werden ja nicht nur das nur Schweizer, Leute, die Schweizerdeutsch reden, das hören. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und muss sagen, so die Einführung, die Sie haben gemacht, Sie haben Verständnis, wenn ich nicht nur Politolog bin, habe ich sehr charmant gefunden. Ich habe sie auch nicht so wirklich verstanden. Für mich ist ganz klar, wenn ich zu einem Thema bringe, kann ich etwas sagen, dann gehe ich dort hin
und du endlich nicht schauen, wer nicht fest schauen, wer der Absender ist. Es gibt schon Grenzen, aber sie sind jetzt also definitiv immer an der Grenze. Sie haben Samstag immer noch bei der EVP und bei der war nicht ein Paradiesfall gewesen. Und jetzt finde ich es vielleicht auch, das ist eine schöne Funktion, die ich sehr gerne habe. Also, mein Thema ist heute Pluralismus der Werte. Klingt ein bisschen abstrakt, ich hoffe, dass ich das unterbrechen kann. Der Untertitel ist zur Balance zwischen Relativismus und Fundamentalismus. Und ich hoffe eigentlich, dass Sie dann in etwa einer Stunde sehen werden, ob und wie ich Moral anders begründe, als Herr Traum das vermutet. Ich werde drei Kapitel mit Ihnen durchgehen. Das eine ist zunächst ganz generell etwas zum moralischen Pluralismus sagen. Dann, das muss ich was, das haben wir auch abgemacht, will ich doch etwas zum Thema Religion und Moral sagen. Sie werden in der Tat sehen, dass wir uns hier gar nicht so sehr unterscheiden werden. Und schließlich abschließend noch etwas zum Thema Fundamentalismus und Relativismus sagen. Außerdem, in diesem ersten Kapitelchen will ich von diesem Bild, Sie kennen die beiden Herren, das ist letztendlich Wermuth und der Andreas Glaner, zwei Exponenten, zwei Parteien, zwei extreme Exponenten, zwei Parteien, die sehr weit auseinander sind. Wenn Sie die schon mal gesehen haben, wie die miteinander diskutieren, kann man dem eigentlich fast nicht sagen. Es ist schon eher ein Kampf und man sieht das hier ja auch, das wird hier so ein bisschen inszeniert. Selbst Wermuth provoziert auch gleich in diesem Zitat. SVP-Position, die vor 20 Jahren als rechtsextrem galten, sind im politischen Mainstream angekommen. Andreas Glaner würde das natürlich gerade andersrum sehen. Auf jeden Fall, wenn man die beiden so sieht und viele andere derartige Paarungen, kommt man ein bisschen ins Grübeln und fragt sich, ja, gibt es denn eigentlich so etwas wie eine allgemeine Wertebasis oder haben wir nur dies, eine Vielfalt von Werten, Konflikte, die uns dort kämpfen wie in der Arena? Also, davon will ich mich jetzt leiten lassen und würde zunächst die These machen. Ich glaube, auch wenn wir oberflächlich sehr häufig, sehr intensiv miteinander streiten, im Grunde genommen gibt es schon so etwas wie eine gemeinsame Wertebasis. Also, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, könnte man, das ist meine These, beispielsweise vermuten, dass Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, Werte sind, die eigentlich von allen Menschen, reden wir mal von der Schweiz, geteilt werden. Auf jeden Fall, ich kenne niemanden, der öffentlich behaupten würde, dass so etwas wie Menschenwürde Unsinn sei. Oder dass Freiheit ein Wert sei, den man nicht respektieren muss. Selbe für Gerechtigkeit. Also es scheint doch so etwas, auch wenn wir nochmal zurückblicken, auch wenn die sich hier zoffen, auch wenn viele andere sich zoffen, es scheint doch jedenfalls bei uns so etwas wie eine gemeinsame Wertebasis zu geben. Allerdings, das müssen wir auch gleich hinzufügen, das ist, wie man relativ schnell einsieht, natürlich eine europäische, amerikanische, westliche Wertebasis. Also diese Werte, Menschenwürde, Gerechtigkeit, auch die Art und Weise, wie wir sie interpretieren, ist schon ein Gewächs des Westens. Und das wird uns gleich noch beschäftigen, was das bedeutet. Gut, also, meine These ist, es gibt eine gemeinsame Wertebasis, aber selbstverständlich gibt es sehr viele Differenzen. Das will ich hier gar nicht leugnen. Es gibt Differenzen nach innen, also in der Art und Weise, wie wir über diese Werte reden, wie wir sie interpretieren, welche Folgerungen wir daraus ziehen. Und es gibt selbstverständlich auch Werte, ich sage Ihnen jetzt mal, nach außen, in andere Kulturen hinein. Das wird uns heute weniger beschäftigen. Mich interessiert sozusagen das, was ich hier bei uns nenne. Werte, Pluralismus bei uns. Ich kann ja sagen, in Winterthur oder in der Schweiz, was auch immer. Das Verhältnis nach außen zu anderen Kulturen ist kein Thema des heutigen Vortrags. Also, wie steht das mit diesem, spreche ich vom moralischen Pluralismus bei uns, den es zweifellos gibt. Und ich will Ihnen an zwei Punkten zeigen, wo es diesen Pluralismus gibt. Und zwar gibt es den Pluralismus einerseits, wo es darum geht, bestimmte Werte wie Menschenwürde, Demokratie, Freiheit und so weiter zu begründen.
Also, wenn wir beispielsweise der Ansicht sind, Menschenwürde sei ein wichtiger Wert, dann fragt vielleicht irgendwann mal jemand, ja, warum ist denn Menschenwürde eigentlich ein wichtiger Wert? Warum sollen wir Menschenwürde respektieren? Also so argumentieren wir ja in der Regel. Und da muss man sich überlegen, warum ist denn eigentlich Menschenwürde so wichtig? Ja klar, Sie können sagen, ich spüre das im Bauch, aber das hilft mir nicht weiter, weil jemand anders spürt vielleicht etwas anderes im Bauch. Also beginnen wir in gewisser Weise zu philosophieren. Wir versuchen, Gründe zu geben, die für andere irgendwie nachvollziehbar sind. Ob sie das sind, ist eine andere Geschichte. Aber in der Regel beziehen wir uns dann, wenn es um die Frage geht, warum ist Menschenwürde wichtig oder warum ist Demokratie wichtig, auf umfassende Weltbilder, philosophische Weltanschauungen oder auch religiöse Weltanschauungen. Und es ist ganz offensichtlich, es gibt, wenn es um die Begründung moralischer Werte geht, ganz unterschiedliche Weltanschauungen oder Philosophien im Hintergrund. Also Sie können beispielsweise den Wert der Menschenwürde, den können Sie philosophisch-kantianisch begründen. Also dann spielt die Autonomie des Menschen, die Vernunft des Menschen eine große Rolle. Sie können Menschenwürde selbstverständlich auch christlich begründen, dann spielt vielleicht ein Ausdruck wie Ebenbildlichkeit eine große Rolle. Und so können Sie recht viele Weltanschauungen aufwiesen, die alle irgendwie ein gutes Verhältnis zur Menschenwürde haben, also sagen, das ist ein wichtiger Wert, aber diesen Wert völlig unterschiedlich herleiten. Also da gibt es offensichtlich Unterschiede in der Art und Weise, wie wir Menschenwürde einführen. Und wir haben uns in modernen Gesellschaften angewöhnt, diese unterschiedlichen Hintergrundphilosophien sozusagen in Ruhe zu lassen. Also wenn Sie jetzt Kantianer sind, Sie wären fromme Christin und ich bin säkularer Atheist, einfach um was zu spielen, dann würden wir in modernen liberalen Gesellschaften sagen, ist eigentlich egal, was Sie glauben, wichtig ist nur, dass Sie der Ansicht sind, Menschenwürde ist ein wichtiger Wert. Also wir lassen uns in Ruhe, wir bekämpfen uns nicht aufs Blut, weil wir unterschiedliche Hintergrundannahmen haben. Ein Problem, das erwähne ich jetzt so ein bisschen anpassend, ist dies, dass diese friedliche Koexistenz von Weltanschauung, Philosophien, Religion und so weiter, wie wir sie in modernen liberalen Gesellschaften eigentlich pflegen wollen, das ist eine Norm, die wir hier haben, die wird in den letzten 10 Jahren zunehmend in Frage gestellt. Dazu hier diese beiden Bilder. Das heißt, es gibt einerseits eine abnehmende Toleranz gegenüber dem, der eine andere Weltanschauung, eine andere Religion, eine andere Philosophie hat und damit natürlich auch eine abnehmende Toleranz gegenüber gesellschaftlicher Pluralität. Das interessiert mich heute nicht mehr. Ich gehe zu einem weiteren Punkt, der eine Folge ist, dass diese friedliche Koexistenz der Weltanschauung in Frage gestellt wird. Weil diese friedliche Koexistenz in Frage gestellt wird, passiert es immer häufig, dass wir ganz konkrete moralische Fragen, ich werde nachher gleich ein paar Dinge, dass wir die zunehmend nicht als diese Fragen diskutieren, also beispielsweise, ist Abtreibung moralisch legitim, ist grüne Gentechnik moralisch legitim oder nicht. Also wir diskutieren nicht diese konkreten Fragen, sondern diskutieren immer gleich weltanschauliche Hintergründe. Also wir diskutieren dann letztlich nicht Abtreibung, sondern wir diskutieren darüber, ob man Muslim, Katholik oder Atheist sein soll. Und das heißt, wir sind eigentlich abgelenkt, weil plötzlich diese weltanschaulichen Hintergrundannahmen gewinnen eine Bedeutung, die es sehr schwierig macht, dann die praktischen Probleme zu lösen. Gut, das ist so ein erster Pluralismus, den ich feststelle, auf der Ebene der Weltanschauung, Philosophien und so weiter. Ein zweiter, den finde ich persönlich, wenn es um Moral geht, fast interessanter, besteht darin, dass auch wenn wir hier alle der Ansicht wären, Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und so weiter seien von uns anerkannte Werte, sobald wir dann darüber nachdenken, was diese Werte im Konkreten bedeuten, beginnen die Differenzen. Also ein Beispiel. Sie können im Hinblick auf die Frage, ob Sterbehilfe oder Beihilfe zum Suizid beispielsweise moralisch legitim ist oder nicht, ob sie erlaubt werden soll oder nicht, können Sie zu völlig unterschiedlichen Folgerungen gelangen,
obwohl sie sich auf dasselbe normative Konzept berufen. Also, man kann das beobachten, es gibt sowohl Befürworter wie auch Gegner von, sagen wir mal, aktiver Sterbehilfe, die sich auf das Konzept der Menschenwürde berufen. Also eher konservative, katholische Positionen würden mit Bezug auf Menschenwürde sagen, dass aktive Sterbehilfe verboten wird. Sagen wir mal, säkulare Kantianer würden mit Bezug auf Menschenwürde argumentieren, dass aktive Sterbehilfe vielleicht erlaubt sein sollte. Also das heißt, wir haben das gleiche Konzept Menschenwürde, das bedeutet ja, dass menschlichem Leben ein besonderer Schutz zukommen muss, dass Menschen etwas Besonderes sind, dass man sie besonders schützen muss in ihrem Leben, in ihren Entscheidungen. Mit diesem selben Konzept kommen wir zu ganz unterschiedlichen moralischen Schlussfolgerungen. Es gibt ein analoges Problem, wenn Sie da in einer moralischen Entscheidung verschiedene Werte im Spiel haben. Nehmen wir das Problem Abtreibung, das hatte ich schon erwähnt. Da haben Sie, da gibt es, wenn Sie das ethisch rekonstruieren, geht es letztlich um die Frage des Lebensschutzes, also darf man einen Jungen töten, ja oder nein. Oder auf der anderen Seite die Freiheit, die Autonomie der Frau respektive des Paares, würde ich eigentlich sagen. Und jetzt müssen Sie in der Frage Abtreibung ja oder nein, müssen Sie das gegeneinander abwägen. Und das Interessante ist, es gibt keine übergeordnete Autorität, die Ihnen sagt, wie Sie das abwägen müssen. Je nachdem, was Sie mitbringen an Weltanschauung, Erfahrung, Wissen und so weiter, werden Sie vielleicht Ihr Lebensschutz stärker gewichten, das sind die konservativen Positionen, oder Sie werden Ihr Autonomie und Freiheit stärker gewichten. Aber dass Sie das unterschiedlich gewichten, lässt sich nicht vermeiden. Und Sie müssen nur die Debatten anschauen, dann werden Sie genau dies sehen. Die Frage, die sich natürlich darstellt, ist, wie gehen wir damit um? Also zunächst einmal halten wir einfach fest, es gibt eine zweite Art des Pluralismus, wenn es um Werte, wenn es um Moral geht, das ist diese Frage der Spezifizierung. Also sobald es um konkrete Entscheidungen geht, in konkreten Situationen, zu konkreten Themen, dann merken wir, dass dieser allgemeine Wertekonsens, der uns irgendwie trägt, doch nicht mehr so hilfreich ist, weil wir mit denselben Werten zu völlig unterschiedlichen Folgerungen gelangen. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Jetzt, die einfachste und eleganteste Version ist folgende. Nehmen wir mal an, die hier sind pro Abtreibung, die hier sind gegen Abtreibung. Und die hier können zu denen sagen, ihr seid dumm, ihr seid Idioten, ihr habt keine Ahnung. Die können das natürlich auch umgekehrt machen. Also das ist die einfachste und eleganteste Strategie. Man weiß, dass man recht hat. Und weiß, dass die anderen Unrecht haben. Und da es ja nur Recht oder Unrecht geben kann, sind eben diejenigen, die Unrecht haben, Idioten. Weil sie einfach nicht rauskommen, weil sie es nicht checken und so weiter. Ich halte das zwar für eine sehr elegante Möglichkeit des Umgangs mit Differenzen, aber sie ist nicht wirklich vernünftig. Also wie geht man vernünftig mit solchen Meinungsunterschieden aus? Und es gibt sie, meine Damen und Herren. Denken Sie an viele politische Konflikte, die wir haben. Es gibt eigentlich, so sehe ich das, wenn man vernünftig bleiben will, nur eine Möglichkeit. Man muss attestieren, dass die anderen vielleicht einen Punkt haben oder sehen, den wir nicht sehen und umgekehrt. Es ist ja nicht auszuschließen, dass die anderen auch vernünftig sind, nicht nur wir. Und wenn wir das zugeben, dann müssen wir sagen, es gibt offensichtlich in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Positionen zu einem moralischen Problem berechtigte Meinungsverschiedenheiten. Berechtigt heißt auch, es gibt keine übergeordnete Instanz, die es erlauben würde zu sagen, hier gut, hier schlecht. Wer so etwas macht, der beansprucht natürlich in gewisser Weise so etwas wie eine absolute Autorität. Und die wollen wir doch hier unter Freidenkern vermeiden. Also denke ich, dass Sie mit dieser These, dass es unter vernünftigen Personen eine Gesellschaft berechtigte Meinungsverschiedenheiten
bezüglich der Begründung, Interpretation und Anwendung moralischer Normen und Werte, dass sie damit einverstanden sein können. Das Problem ist, was machen wir jetzt damit? Wir müssen ja Probleme lösen, wir müssen Entscheide fällen, wir müssen Gesetze schreiben und so weiter. Es gibt eine, das ist jetzt wirklich eine elegante Lösung, wie man mit dem Problem umgeht. Wenn wir jetzt diese beiden Positionen haben, pro Abtreibung, kontra Abtreibung oder umgekehrt, und wir über Diskussionen nicht weiterkommen, können wir sagen, okay, wir diskutieren jetzt nicht mehr über Inhalte, sondern wir definieren ein Verfahren, das es uns erlaubt, zu entscheiden. Und wir wissen, damit ist nicht die Wahrheit gefunden, sondern wir haben einfach ein Entscheidungsverfahren gefunden. Und genau das ist Demokratie. Nicht, wenn wir beispielsweise, was machen wir demnächst, über Ernährungssicherheit abstimmen, wenn wir über unsere Altersvorsorge abstimmen. Natürlich gibt es Argumente, beide Seiten beanspruchen, dass ihre Position die richtige ist. Aber irgendwann ist genug diskutiert und dann stimmen wir ab. Und auch diejenigen, die verlieren, halten sich an diesen Entscheid. Obwohl sie der Ansicht sind, dass die anderen, oder dass die Position, die gewonnen hat, die falsche ist. Also wir führen Verfahren an, die es erlauben, mit solchen Problemen, Differenzen, Meinungsunterschieden umzugehen. Also in der Politik kennen wir das von demokratischen Verfahren, wir kennen das aus Gerichten und so weiter, Fälle, Prozesse. Das sind diese Dinge, an die ich hier denke. Was heißt das für uns als vernünftige Menschen? Es bedeutet, also diese Einsicht, dass es berechtigte Meinungsverschiedenheiten unter vernünftigen Menschen gibt, das bedeutet, dass wir in Bezug auf unsere eigenen moralischen, ethischen Positionen bescheiden werden sollten. Das heißt, es braucht Bescheidenheit und Toleranz im Umgang mit den anderen. Weil eben, das ist die These, die anderen könnten ja auch Recht haben. Sie sind nicht einfach Idioten. Sie haben vielleicht auch Argumente, die uns jetzt einfach nicht einleuchten oder die wir anders gewichten. Gut, das ist mein erster Teil gewesen. Wir nehmen mit, es gibt so etwas wie eine gemeinsame Wertebasis, aber die wird, wenn Sie die Metapher gestatten, gleichsam angeknabbert von einem Pluralismus bezüglich Begründungsfragen und vielleicht noch fast essentieller, wenn es um politische Entscheidungen geht, sie wird angeknabbert durch diesen Pluralismus in der Spezifizierung, Konkretisierung, Implementierung moralischer Normen und Werte. Ich glaube, das ist typisch für die Situation, in der wir in modernen Gesellschaften leben. Und die beiden folgenden Kapitel meines Vortrages beschäftigen sich mit der Frage, wie sollen wir damit umgehen? Ja, und jetzt kommt zunächst einmal die Frage, ja, könnte da vielleicht nicht Religion einen Ausweg bieten? Und man könnte sagen, jetzt wenn man so 100, 120 Jahre zurückschaut, da gibt es in den Vereinigten Staaten ein Phänomen, das Fundamentalismus genannt wird, das genau auf dieses Problem eine Antwort ist. Also ich werde jetzt ganz kurz etwas zum Begriff des Fundamentalismus sagen, weil er ja auch im Titel meines Vortrags vorkommt. Fundamentalisten sind ursprünglich bibeltreue evangelische Christen in den Vereinigten Staaten, die sich gegen die moderne Welt wenden. Die moderne Welt mit ihrer Aufklärung, mit ihrer Vielfalt, mit ihrer Vernunft, mit der Kritik und so weiter. Und die Fundamentalisten, so haben die sich genannt, das ist eine Selbstbezeichnung, haben gesagt, gegenüber diesem Pluralismus der modernen Welt, das ist verabscheuungswürdig, das gibt keine Orientierung mehr, die Moral zerfällt, setzen wir ein sicheres, absolutes Fundament. Und das ist die Bibel. Irrtumsfrei, alles was da drin steht, ist buchstäblich zu nehmen und auch absolut richtig. Das ist die Basis für Weltorientierung, für Moral. Also so entstanden die Fundamentalisten. Fundamentalisten sind etwas sehr Neues. Fundamentalismus ist eine Reaktion auf die moderne Welt und auf die Aufklärung, könnte man sagen. Gut, also. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich gehe davon aus, den meisten ist auch, das befriedigt uns jetzt auch nicht wirklich. Also ich habe hier so eine kleine Karikatur, Sie kennen, das ist die 10 Gebote mit
Chart in Hessen 1956. Es ist eine Karikatur, man muss es sagen, wenn Sie die Texte lesen, ist das schon ein bisschen, wie soll ich sagen, komplexer und subtiler. Aber ich glaube, so haben sich viele Fundamentalisten und übrigens auch Kritiker der Fundamentalisten die Moraltheorie der Religion vorgestellt, nämlich, dass ein Gott aus dem Jenseits herab predigt, was die richtige Moral ist und sie dann hier noch schön auf zwei Tafeln mitgetragen werden kann. Dieser unmittelbare Rekurs, bevor ich weiterfahre, ich muss wirklich sagen, das ist ein Zerrbild natürlich der Art und Weise, wie in vielen Religionen, Religionsgemeinschaften mit religiöser Moral umgegangen wird. Aber dennoch, es gibt Leute, die das so glauben. Nehmen wir es auch einfach mal so. Für die meisten unter uns ist das irgendwie nicht nachvollziehbar. Also dieser unmittelbare Rekurs auf göttliche Autorität oder auf eine heilige Schrift zur Sicherung von Moral ist für viele unter uns denkenden, vernünftig denkenden Zeitgenossen, Zeitgenossinnen obsolet geworden. Was stellen wir dagegen? Ich habe hier ein Spiegelcover von vor einigen Jahren. Da geht es um Immanuel Kant, den berühmten Philosophen, Moralphilosophen auch der Aufklärung, der eben an diese Art und Weise Moral oder Erkenntnis zu begründen gerüttelt hat und darauf aufmerksam gemacht hat, dass Menschen selber denken müssen und dass sie, wenn es um Fragen der Erkenntnis und der Moral geht, sich nicht auf externe, beispielsweise göttliche Autoritäten beziehen sollten. Was heißt das jetzt für die Moral? Ich glaube, die meisten unter uns würden sich in diesem zweiten Punkt eher zu Hause fühlen. Die würden sagen, ja, es ist schon in Ordnung, dass religiöse Gemeinschaften moralische Forderungen haben, beispielsweise im Rahmen ihrer Gemeinschaft, das ist völlig in Ordnung. Aber sobald diese Forderungen in die Öffentlichkeit gelangen, sobald damit Wahrheit beansprucht wird oder sobald sogar eine rechtliche Umsetzung beansprucht wird einer derartigen religiösen Moral, dann würden wir verlangen, dass in einem kritischen Diskurs ausgewiesen wird, dass das eine richtige, eine vernünftige Moral ist. Also einfach zu sagen, es steht geschrieben oder in unserem heiligen Buch sagt Gott das, das reicht nicht, um als eine Moral zu gelten, die von allen anerkannt und geteilt werden soll. Vielleicht muss man auch gleich hinzufügen, also es reicht nicht zu sagen, unser Gott sagt, die Heilige Schrift sagt. Es ist übrigens genauso verkehrt zu sagen, weil etwas religiös untermauert ist, ist es falsch. Das ist genauso falsch, das sage ich für zu haben der Freidenker hier im Rahmen. Also man muss da sehr subtil argumentieren, glaube ich. Auf jeden Fall, wir können festhalten, wenn religiös untermauerte moralische Ansprüche nicht bereit sind, dass die entsprechenden Gemeinschaften und Personen da oben nicht bereit sind, sich wirklich vernünftigen, öffentlichen Vernunftdiskursen zu stellen, dann würde ich sehr schnell vermuten, dass wir es hier mit einer fundamentalistischen Moral zu tun haben. Ich würde so formulieren, religiöse Moral ist nicht per se fundamentalistisch, das würde ich festhalten, aber sobald sie sich auf ein absolutes Fundament bezieht, also auf ein irrtumsfreies, absolutes, eine ewige Autorität bezieht, dann hätte ich schon den Verdacht und die Vermutung, dass wir es hier mit einer Form des Fundamentalismus zu tun haben. Und vielleicht kann man dies sagen, wir sind nicht bereit, uns, wenn es um öffentliche Diskurse geht, wenn es um Gesetze geht, die unser gemeinsames Leben strukturieren, an denen wir uns orientieren sollen, wir sind nicht bereit, uns dann an fundamentalistischen Grundsätzen und Weltsystemen zu orientieren. Das gehört zusammen zur liberalen Welt, in der wir leben. Das ist so ein erster Punkt zur Religion. Jetzt will ich den zweiten Punkt kurz aufnehmen. Es gibt ja sehr häufig vor allem von religiösen Menschen den Einwand, das sind alles theoretische Probleme, aber praktisch ist es doch so. Wer keine Moral hat, das ist ein moralischer Halunk. Also jetzt ein bisschen einfacher gesagt. Ohne Religion zerfällt die Moral. Deswegen brauchen wir Religion zur Sicherung der Moral. Das ist eine These, die sich relativ leicht empirisch überprüfen lässt und sie ist definitiv falsch. Nicht-religiöse
und atheistische Menschen sind nicht weniger moralisch als religiöse Menschen. Ich sage nicht, dass sie moralischer sind, ich sage einfach, sie sind nicht weniger moralisch, weil, um es ganz einfach zu sagen, es gibt unter religiösen und nicht religiösen Menschen Menschen, die moralisch sehr integer sind, es gibt Verbrecher und Halunken und es gibt das große Zwischenfeld, zu dem wir vermutlich hier alle gehören. Also wir sind mehr oder weniger moralisch, aber völlig ungeachtet dessen, ob wir religiös sind oder nicht. Das heißt, wenn es um die Frage geht, ob und wie Religion Moral sichert oder nicht, ob religiöse Menschen moralisch sind oder nicht, nicht religiöse Menschen moralisch sind oder nicht, kann man keine allgemeinen Aussagen machen. Man muss wirklich die einzelnen Gemeinschaften anschauen, man muss die einzelnen Menschen auch anschauen. Gut, Fazit. Moral ist ohne Bezug auf religiöse Autorität und Fundierung möglich. Und zwar sowohl, wenn es um Vernunftbegründung geht, wie auch, wenn es um die Lebensführung geht. Damit, meine Damen und Herren, ist Religion aber noch nicht vom Tisch. Ich meine, einige denken vielleicht, okay, jetzt haben wir Religion vom Tisch. Nein, so einfach ist es nicht. Und ich will ganz kurz nur sagen, warum ich glaube, dass Religion nicht vom Tisch ist. Wir müssen sie einfach anders ins Spiel bringen als über diese, wie soll ich sagen, als in dieser fundamentalistischen Art und Weise. Und Sie gestatten mir das, dass ich als Mitglied der Theologiefakultät diesen Punkt kurz machen. Nachher geht es dann wieder zur Vernunft. Aber auch das, was ich hier sage, ist nicht Theologie, sondern es ist Beobachtung von Religion. Das heißt, ich will ganz kurz einige Dinge sagen zur Funktion religiöser Moral. Wenn wir über diese Dinge reden, muss man sich klar machen, dass weltweit 84% der Weltbevölkerung einer Religionsgemeinschaft angehören. Also Leute, die völlig säkular sind, die rein vernunftbasiert sind, was immer das heißt, die sind weltweit gesehen absolut in der Minderheit. Das müssen wir uns immer klar machen, hier im schönen Schweizerland, wo die religiösen Gemeinschaften, wie soll ich sagen, in der Öffentlichkeit wenig präsent sind und wenig ernst genommen sind. In den meisten anderen Ländern der Welt ist es anders. Für mich ist der Punkt hier der, Religionen, ob wir sie gut oder schlecht finden, spielt überhaupt keine Rolle, sind nach wie vor für die große Mehrzahl der Menschen, die auf der Welt leben, sehr wichtig, wenn es um Selbst- und Weltbilder geht. Kleine Klammerbemerkung, das wird die nächsten 50 Jahre auch noch so bleiben. Wissen Sie warum? Einfach wegen der Demografie. Also das kann man relativ schön zeigen, was dann nach 50 Jahren passiert, wird schwierig, aber die nächsten 50 Jahre werden Religionen vermutlich eher zunehmen. Zurzeit sind die Christen die am stärksten wachsende religiöse Gemeinschaft, nicht die Muslime auf der Welt. Gut, also Religionen sind einfach wichtig, das muss man akzeptieren, wenn es um Fragen der Selbst- und Weltbilder geht. Selbst- und Weltbilder, was heißt das? Jeder unter Ihnen hat ein Selbst- und Weltbild. Das sind diejenigen, die Philosophien, Religion, Welt anschauen, mit denen oder in deren Rahmen sie definieren, was es für sie bedeutet, ein Mensch zu sein. Was es für sie bedeutet, ein Ich zu sein, ein Ich in einer Gemeinschaft zu sein. Was es für sie bedeutet, gemeinsam mit anderen Menschen zu handeln. Das sind Selbst- und Weltbilder, die so etwas ermöglichen. Und eben in diesem Zusammenhang sind Religionen immer noch wichtig. Ich will jetzt gar nicht auf die Wahrheit entsprechender Weltanschauung eingehen, das ist eine eigene Debatte. Und ich will einfach festhalten, Religionen stützen die affektive Bindung an moralische Normen und Werte mit praktischen Folgen für Lebensführung, Handeln und Tugend. Sein wertfreier Satz, weil er nichts darüber sagt, welche Art diese Normen und Werte sind, und ob wir mit ihnen einverstanden sind oder nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich ein Moralsystem der Religion anschaue oder schaue, wie sich religiöse Menschen verhalten, allein oder in Gemeinschaft, dann verstehe ich einiges einfach nicht. Außer ich verstehe beispielsweise nicht, warum man kein Schweinefleisch essen kann oder warum es bestimmte Rituale gibt, verstehe ich nicht. Das heißt nicht, dass ich schlecht bin, ich verstehe es einfach nicht. Es gibt vielleicht einige Dinge, die wir
einfach schlecht finden, beispielsweise, dass in bestimmten Religionsgemeinschaften Frauen weniger wert sind als Männer. Das können wir nicht akzeptieren von unserer Moral aus. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, von denen wir denken, okay, damit kann ich leben, finde ich ganz gut. Also Religion ist nicht einfach bäh, das war so zu sagen, wir können einfach festhalten. Religiöse Selbst- und Weltbilder sind enorm wichtig für sehr viele Menschen auf der Welt, wenn es um die Frage geht, wie soll ich mich in der Welt verhalten, in der Gemeinschaft gegenüber anderen. Ein zweiter wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist der, das sage ich jetzt auch so ein bisschen in Richtung Kritiker der Religion. Wir gehen häufig davon aus, dass religiöse Moral etwas ist, was völlig fix ist. Das heißt, wir reproduzieren den Biblizismus oder die Fixierung auf eine bestimmte heilige Schrift der Fundamentalisten. In Tat und Wahrheit ist es sehr viel komplexer. Religiöse Moralen können sich verändern. Und sie tun das auch. Also für mich ein Paradebeispiel, Sexualmoral hier in der Schweiz. Vor 50 Jahren noch war die protestantische Kirche bezüglich Sexualmoral sehr, sehr konservativ, wenn wir das heute sehen. Seither hat sich da sehr, sehr vieles getan. Und das sind immer noch Protestanten. Und die würden immer noch sagen, wir sind Protestanten. Also wir gehören einer christlichen Gemeinschaft an. Aber offensichtlich hat sich die Moralvorstellung geändert. Also das ist etwas, was man akzeptieren muss. Es gibt so etwas wie Transformation innerhalb von Religion bezüglich der Moral. Man vielleicht auch so sagen, gerade Religionsgemeinschaften, die ja offen sind für die Entwicklungen, die nehmen dann natürlich auch entsprechende Dinge aus der Umwelt ab. Und damit sind wir beim letzten Punkt, den ich persönlich eigentlich nicht unwichtig finde. Religiöse Gemeinschaften können mit säkularen Ethiken gemeinsam bei der Verteidigung universaler Normen und Werte auftreten. Also wenn ich in der Schweiz eine Kampagne führen müsste zum Schutz der Menschenwürde, whatever this might mean, dann würde ich nicht zögern, unter anderem auch die Kirchen mit an Bord zu holen, einfach weil relativ klar ist, dass für die Menschenwürde, jetzt nicht nur im Hinblick auf bioethische Themen, sondern vor allem auch im Hinblick auf sozialethische Themen, von großer Wichtigkeit ist. Das heißt, hier muss man wahnsinnig aufpassen, dass man nicht einfach so Schwarz- und Weiß-Bilder von Religion hat. Man muss sehr genau hinschauen und dann gibt es vielleicht auch für Leute wie Sie durchaus ernstzunehmende Partner, wenn es um, ich sag mal so, um die moralische Verbesserung der Welt geht. Ja, soviel also zur Moral. Ich hoffe, das hat es jetzt nicht allzu sehr erschüttert. Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe versucht, hier relativ nüchtern über Funktionen von Religion zu reden. Das ist etwas, was man aus einer Beobachterperspektive machen kann, ohne selbst religiös zu sein. Aber wir haben natürlich jetzt das Problem immer noch nicht gelöst. Wie gehen wir mit dem eingangs erwähnten Pluralismus um? Wir können zwei Dinge festhalten. Im ersten Abschnitt meines Vortrags habe ich gesagt, wir haben moralischen Pluralismus. Und im zweiten Abschnitt habe ich gesagt, jetzt in Bezug auf Religion, aber es geht nicht nur in Bezug auf Religion, so etwas wie eine absolute, unbedingte Sicherung von Moral, also sozusagen ein absolutes Fundament von Moral, gibt es nicht. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt eigentlich für unsere Moral? Und hier kommt tatsächlich die Vernunft ins Spiel, aber vielleicht nicht ganz so, wie Sie das erwartet haben. Also die Situation, in der wir jetzt bezüglich Moral stehen, Pluralismus, kein sicheres Fundament, was sollen wir eigentlich machen, gibt es überhaupt noch Gewissheit, das sind hier die Fragen, die sich uns stellen. Das will ich jetzt aufnehmen unter diesem Titel Jenseits absoluter Gewissheiten und Fundamente. Also wenn wir ernst nehmen, was ich gesagt habe, dann müssen wir so etwas wie Moral entwickeln und denken, ohne auf ewige Autoritäten, absolute Gewissheiten und absolut sichere Fundamente uns beziehen zu können. Ich will das ganz kurz an drei Punkten mit Ihnen anschauen. Und was ich hier sage, das ist sozusagen auch wieder aus einer Beobachterperspektive. Ich schaue zurück in die Geschichte, ich schaue zurück
Wie ist eigentlich so etwas wie Moral entstanden und wie ist das entstanden, was wir heute eine vernunftbasierte Moral nennen können? Von dem ich nehme an, die meisten, die Ihnen sagen, vernunftbasierte Moral, das ist das, was wir brauchen. Und Sie werden sehen, in gewisser Weise teile ich diese Meinung. Also, wie ist Moral entstanden? Es ist heute unbestritten, dass Moral nicht vom Himmel gefallen ist. Sondern Moral ist zunächst einmal ein Produkt der biologischen Evolution. Ich muss jetzt nichts darüber sagen, aber es gibt bestimmte Wesen, biologische Wesen, die haben irgendeinmal, aus welchen Gründen auch immer, so etwas wie Moral entwickelt. Oder auf jeden Fall Anlagen zur Moral. Da gibt es spannende Bücher dazu. Beispielsweise Karel van Schaik hat eben ein neues Buch darüber herausgegeben, das Ihnen sicher gefallen würde zu diesem Thema. Und vor dem Hintergrund dieser, wie soll ich mal sagen, auf Moral hin angelegten biologischen Konstitution haben sich dann kulturell moralische Orientierungssysteme entwickelt. Wir wissen wenig darüber, weil natürlich erst hier Menschheitsgeschichte erst sehr kurz wir Texte haben, wo wir dann sehen können, ah, hier geht es um Moral. Aber was wir sehen können, ist, dass auf einem bestimmten Zeitpunkt gibt es Dokumente, Tontafeln und so weiter, in denen es um Moral geht, in denen es um Normen geht, welche die Gemeinschaft orientieren sollen, an denen sich Menschen halten sollen. Und wenn wir so wirklich mit einem großen Blick diese Entwicklung anschauen, dann werden wir relativ schnell sehen, aha, es gibt ja nicht so etwas wie die Moral, die 2000 vor Christus entstanden ist und seither bleibt sie gleich. Nein, Moral ist etwas, was sich kulturell entwickelt. Die Gründe dafür, ich spiele jetzt keine Rolle, ich will einfach zwei Beispiele zeigen, wo man das so deutlich machen kann, wie sich Moral entwickelt. Nehmen wir das Beispiel Abschaffung der Sklaverei, 18. Jahrhundert bis Mitte 19. Jahrhundert, ein Riesenthema. In den Vereinigten Staaten primär. Wenn Sie zu, also für uns heute absolut selbstverständlich, dass Sklaverei ein moralisches No-Go ist, obwohl es weltweit gesehen immer noch rechtliche Sklaven gibt, leider. Aber moralisch gesehen sind wir uns einig, so etwas geht nicht. Sklaverei ist verboten. Moralisch rechtlich sind wir. Und wenn Sie zurückschauen, Menschheitsgeschichte, ist diese These oder diese Norm, Sklaverei ist schlecht, relativ neu. Gehen Sie zurück zu den alten Griechen, die wir alle so bewundern. Dann werden Sie relativ schnell sehen, Aristoteles, Plato hatten überhaupt keine Probleme mit Sklaverei. Für die war das das Selbstverständlichste auf der Welt. Also so viel zu den humanistisch gesinnten philosophischen Griechen. Also offensichtlich braucht es bestimmte Erfahrungen, die Menschen machen und eine Reflexion auf diese Erfahrungen, die dann dazu führt, dass aber an einem bestimmten Zeitpunkt so nach und nach so etwas wie Sklaverei unmöglich wird. Das sind sehr komplexe Prozesse, dass so etwas entsteht. Oder ein anderes Beispiel, Menschenrechte. Ich würde es ein bisschen übertrieben sagen, vor dem Zweiten Weltkrieg hat niemand von Menschenrechten gesprochen oder von Menschenwürde oder nur ganz wenige. Menschenrechte, Menschenwürde, diese ganze für uns heute so wichtige, also von der Kernbestand unserer Moral, das ist zu diesem Kernbestand eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden, als man zurückgeschaut hat auf die Gräuel des Zweiten Weltkriegs, auf die Gräuel in Nazi-Deutschland, man hat auch den Stalinismus natürlich vor Augen, und man sagt, so etwas darf nicht mehr passieren. Und das führt dazu, dass die internationale Gemeinschaft dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet und Menschenrechte in den letzten 50, 60 Jahren immer wichtiger geworden sind. Aber, wenn ich das erzähle, heißt es auch, es gab eine Zeit, in der Menschenrechte nicht so wichtig waren oder überhaupt nicht bekannt waren. Was heißt das eigentlich? Waren das alles Idioten, weil sie Menschenrechte nicht kannten? Ist das ein Fortschritt, dass wir Menschenrechte kennen? Wir würden vermutlich sagen, ja. Aber wenn Sie sich diese geschichtlichen Dimensionen klar machen, dann sehen Sie plötzlich, ja, was für uns so selbstverständlich ist, was wir auch vielleicht mit Vernunft untermauern, ist historisch gesehen alles andere als selbstverständlich. Und schwindlig wird einem ja, wenn man jetzt die Linie in die Zukunft zieht.
So wie sich in den letzten 2.500 Jahren moralische Gehalte verändert haben, ist nicht auszuschließen, dass in 50, 100, 200.000 Jahren Menschen wieder ganz anders über Moral nachdenken werden, dann vielleicht zurückschauen und sagen, ach, 21. Jahrhundert, das waren die Menschen, die an Menschenwürde geglaubt haben. Wir wissen es nicht, aber das heißt, Sie können daraus entnehmen, so etwas wie Moral ist nicht einfach vom Himmel herabgefallen, es verdankt sich bestimmten geschichtlichen Erfahrungen und Reflexionen. Und diese Erfahrung der Geschichtlichkeit von Moral, Sie können auch sagen, die Erfahrung, dass Moral immer in bestimmten kulturellen Kontexten entsteht und tradiert wird, die gilt nun auch für die Vernunft. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, wir leben in einer Gemeinschaft, in der religiöse Autorität als nicht tauglich gilt, wenn es um die Begründung von Moral geht. Jetzt müssen wir wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht einfach die Vernunft an die Stelle eines jeden absoluten Gottes setzen. Nicht? Das gab tatsächlich solche Versuche, um die französische Revolution herum gleichsam einen Kult der Vernunft zu machen. Und da sieht man deutlich die Falle, in die diese Leute gerannt sind. Sie haben Gott abgeschafft und einfach etwas an seine Stelle getan, das sie Vernunft nannten. Und wir sind uns alle einig, das ist nicht das, was wir unter Vernunft verstehen sollten. Weil das ist dann auch wieder keine wirklich kritische Vernunft. Und das macht die Sache jetzt für Leute, die an eine vernunftbasierte Moral glauben, ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Vernunft, so wie wir sie verstehen, so wie wir sie an Moral beziehen, ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern ist selbst auch ein geschichtliches, ein kulturelles Projekt. Und das nimmt, wenn Sie so wollen, diese Vernunft auch ein bisschen die Power. Nicht? Sie kann eben nicht mit der Gewissheit und Autorität auftreten, mit der religiösen Autorität auftreten, sonst ist sie selbst religiös. Und das wäre natürlich ganz fatal, obwohl das gelegentlich passiert. Ganz kurz, wie kommt es eigentlich zu diesem Fokus auf Vernunft in der Moralphilosophie? Auch das ist nicht einfach vom Himmel heruntergefallen, sondern auch dafür gibt es historische Kontexte und Entwicklungen. Ich erwähne hier nur eines. Es gab im 16., 17. Jahrhundert nach der Reformation in Europa eine Reihe von wirklich sehr, sehr gewalttätigen Religions- und Konfessionskriegen. Und ich glaube, wir können fast nicht mehr verstehen, was das für die Leute damals bedeutet hat. Nämlich bedeutet, während vor der Reformation, auch wenn es hier unterschiedliche Theologien gab, gab es doch so etwas wie einen einheitlichen weltanschaulichen Horizont, in dem man dann auch seine Moral gesehen hat. Nach der Reformation bricht das auseinander. Und nicht nur das, es bricht nicht nur auseinander, man könnte sagen, das ist ein akademisches Problem, sondern die Leute beginnen auch sich zu bekriegen, also katholische gegen Reformierte, jeder Teil auf unterschiedliche Länder. Und wie soll man damit umgehen? Also offensichtlich, wenn sich die religiösen Autoritäten selbst bekriegen, kann eine religiöse Autorität nicht aus diesen Kriegen herausführen. Auf was stoßen wir dann? Wir brauchen offensichtlich eine Instanz, die sozusagen religionsneutral ist, weder katholisch noch protestantisch ist, die Vernunft. Also so stelle ich mir vor, dass geschichtlich gesehen für Philosophen so etwas entsteht wie, wir brauchen jetzt eine Instanz, die nicht verwickelt ist in diese religiösen und konfessionellen Streitigkeiten und Differenzen, ob das ist die Vernunft. Und die ganze Aufklärung, denke ich, ist ganz stark getrieben von diesem Glauben daran, dass es etwas gibt, was über Religion hinaus alle Menschen gemeinsam haben, die Vernunft. Und dass es die Vernunft ist, auf die wir rekurrieren müssen, wenn es um Fragen der Moral geht. Jetzt gibt es ein Problem, ich habe das schon angedeutet. Diese moderne, aufgeklärte Vernunft darf sich selbst nicht religiös gebärden. Das heißt, sie weiß um ihre Begrenztheit, seine endliche Vernunft. Und das heißt auch, wenn wir versuchen, mit dieser Vernunft Moral zu begründen, werden wir das nie mit dieser Gewissheit machen, wie das Fundamentalisten können.
Das ist das eine. Und wenn wir das ernst nehmen, bedeutet das auch, es gibt so etwas, auch wenn wir vom vernunftbasierten Moral reden, es gibt so etwas wie ein absolutes Vernunftfundament von Moral nicht. Das wäre dann wieder religiös. Und wenn wir das ernst nehmen, bedeutet es, dass die Moral, die wir haben, einen ganz anderen Status kriegt als bisher. Weil Moral etwas ist, was geschichtlich entsteht. Weil die Vernunft, die so wichtig ist, wenn es um Begründung von Moral geht, auch etwas Geschichtliches ist, müssen wir letztlich sagen, die Frage, welche Moral wir haben, ist eine Frage der Freiheit und unserer Wahl. Das ist eben nichts, was vom Himmel heruntergekommen ist, sondern es ist etwas, was wir wählen, aus Freiheit. Und damit kommt natürlich auch so wieder ein bisschen ein Moment des Zufälligen ins Spiel. Das heißt nicht des Beliebigen. Nicht? Es ist ziemlich zufällig, welche Frau ich aus meiner Ehefrau wähle, dennoch liebe ich sie. Also Zufall und Verbindlichkeit schließen sich nicht aus. Das gilt auch für die Moral, aber es ist keine Moral mehr mit diesem sicheren Fundament, das wir uns vielleicht gelegentlich wünschen. Ich fasse zusammen, das heißt jetzt für die Moral unter den Bedingungen moderner Gesellschaft, Moral, moralische Identität, moralische Orientierung, Werte und so weiter, sind nichts Fixes. Es gibt keine überzeitlichen, sicheren Instanzen und Autoritäten, auf die wir uns beziehen könnten, wenn es um Fragen der Moral geht. Hans Joas, ein bekannter Religionssoziologe, hat in diesem Zusammenhang von einer dynamischen Stabilität gesprochen. Also einerseits, davon bin ich ausgegangen, haben wir in unserer Gesellschaft so etwas wie einen einigermaßen stabilen Kern gemeinsamer Wertüberzeugung. Wir haben zurück in die Geschichte gesehen und geschaut und gesehen, das war nicht immer so, das ist entstanden und da kommt dieses dynamische Moment hinein. Also das, was für uns moralisch heute gilt und wichtig ist, ist einerseits stabil, aber dynamisch, weil es entstanden ist und es hat auch eine gewisse Dynamik, weil es keine homogene Moral ist. Wir haben gesehen, es gibt sehr viele Differenzen in der Frage der Auslegung von moralischen Normen und Werten. Also das ist nun die Situation, vor der wir stehen und in den nächsten 10 Minuten muss ich versuchen, wie wir da herauskommen. Es ist nicht ganz einfach. Es gibt 2 Punkte, die wir sozusagen jetzt philosophisch berücksichtigen müssen. Einerseits eine vernunftbasierte Ethik, und eben Vernunft ist wichtig, wenn es um Moral geht, weil es ja nicht nur darum geht zu sagen, ich spüre, dass Folter verboten ist, sondern es geht darum, vernünftige Gründe anzugeben dafür, die andere Menschen überzeugen. Also einerseits ist klar, vernunftbasierte Ethik kann sich der Geschichtlichkeit und dem Pluralismus der moralischen Normen und Werte nicht entziehen. Das habe ich eben gesagt, versucht zu zeigen. Auf der anderen Seite hat nun Moral, haben moralische Normen und Werte eine Eigenschaft, die mit diesem ersten Punkt irgendwie in einer Spannung steht. Sie können nämlich wissen, dass Moral historisch entstanden ist. Sie können wissen, dass die Art und Weise, wie sie bestimmte Normen begründen, historisch kontingent sind, wie die Fachphilosophen sagen. Und dennoch, wenn sie hinstehen und sagen, es ist verboten, Menschen zu foltern, dann meinen sie das mit einer gewissen Absolutheit. Also die Philosophen würden von einem Universalitätsanspruch reden. Also sie können nicht sagen, es ist verboten, Menschen zu foltern. Ja, ich finde, dass man sollte das nicht, wenn sie das Gegenteil finden, ist das auch in Ordnung. Oder wenn wir hier in der Schweiz Menschen nicht foltern und die Deutschen es machen, ist auch in Ordnung. Wenn wir sagen, es ist verboten, Menschen zu foltern, dann meinen wir damit wirklich etwas, was für alle gilt. Also eine gewisse Universalität hat und auch eben wahr ist für alle. Es gilt für alle und ist wahr für alle. Und jetzt haben wir wirklich so ein bisschen das Problem, einerseits hier diese ganze Geschichte, Geschichtlichkeit, Relativität und auf der anderen Seite diesen Universalitäts- und Wahrheitsanspruch. Es ist mir schon wichtig zu sagen, wenn wir moralisch auftreten, wenn wir moralische Positionen beziehen, wenn wir moralisch argumentieren, auch wenn wir bescheiden tolerant sind, es ist doch ein universaler Anspruch mit diesen Positionen verbunden.
Also es ist nicht einfach das Recht zu sagen, Mensch, es ist verboten, Menschen zu folgen, wie ich nehme jetzt ein Erdbeereis. Also nicht, dass er so eine simple Geschmacksaussage. Es geht um mehr. Und damit haben wir in einer modernen Gesellschaft eine Spannung, die uns manchmal fast zerreißt. Das ist die Spannung, das ist sozusagen der Untertitel jetzt aus meinem Referat, zwischen Relativismus und Fundamentalismus. Gerade weil Moral nichts mehr ist, was wir absolut sicher von dir begrenzen, weil Vernunft ihre Grenzen hat, stehen wir jetzt in der Versuchung zu sagen, okay, anything goes. Also wir gleiten dann ab in die Beliebigkeit. Also wir sagen auch, Sie sagen das, er sagt das, wir einigen uns eben per Zufall auf bestimmte Dinge, aber es könnte auch genauso gut anders sein. Die andere Variante ist, man hält diese Unsicherheit nicht aus und gleitet dann in den Fundamentalismus. Und ich habe dieses Bild hier natürlich gerne genommen, weil es von der Giordano-Bruno-Stiftung ist, zu der Sie bestimmte Beziehungen haben dürfen. Die stellen sich das so vor, also das ist sozusagen die Straße der Moral in der Geschichte, gibt es die falsche Abzweigung in die Beliebigkeit, in den Relativismus, die falsche Abzweigung in den Fundamentalismus und wir sind hier fahren gerade Richtung Humanismus und Aufklärung. Was ich sagen würde ist, ja genau, das sind die falschen Abzweigungen, aber diese gerade, die ist sehr, sehr schwierig zu gehen. Die ist nicht so schön gerade und eindeutig, wie das die Giordano Bruno Stiftung sich vorstellt. Ich werde gleich noch ein bisschen was darüber reden. Also Sie sehen jetzt schon, ich plädiere eigentlich dafür, für eine vernunftbasierte Moral. Und in diesem Rahmen sehe ich auch Religion mit einer bestimmten Funktion. Aber ich plädiere für eine vernunftbasierte Moral. Aber diese vernunftbasierte Moral geht gleichsam auf einen Grat. Und auf der einen Seite ist der moralische Relativismus und auf der anderen Seite ist der moralische Fundamentalismus. Wir müssen versuchen, auf diesem Grat zu gehen, wenn es um den Status der Moral geht. Ja, und wie soll man sich das denken? Dazu, ich komme jetzt wirklich so ein, zwei Folien auf und dann bin ich durch. Wie stelle ich mir das vor? Das ist jetzt wirklich, was ich bisher gesagt habe, das hören vermutlich viele Philosophen drüber unterschreiben. Jetzt kommt so ein bisschen eine eigene Position. Das ist sehr umstritten, was ich jetzt sage. Ich würde einfach mal sagen, auch wenn wir diese Gratwanderungssituation haben, so etwas wie moralische Wahrheit gibt es doch vielleicht nicht ganz so eindeutig, wie sich das die aufgeklärten Humanisten vorstellen, aber es gibt so etwas wie moralische Wahrheit. Sie ist einfach, das ist vielleicht das Schwierige für uns, sie hat einen Status, also ist eine Form von Wahrheit, wie wir es uns nicht so gewohnt sind. Wahrheit heißt ja für uns entweder bestimmte Sätze über die Welt, naturwissenschaftliche beispielsweise, die sind dann objektiv wahr, man kann sie nachweisen. Logik gehört auch dazu. Also hier haben wir sozusagen objektive Erkenntnis. Moralische Wahrheit ist nicht von dieser Art, ganz offensichtlich nicht. Sonst hätten wir nicht diese kulturelle Abhängigkeit, wir hätten nicht diese geschichtlichen Entwicklungen. Auf der anderen Seite ist es hier eben auch nicht bloß subjektives Geschmacksurteil. Also natürlich gibt es Leute, die sagen, ich habe meine persönliche Wahrheit. Aber für mich ist das ein Satz, den ich nicht verstehe. Denn eine Wahrheit ist meines Erachtens nie persönlich. Sie können bestimmte persönliche Empfindungen haben. Also beispielsweise, dass Sie Vanilleeis mögen oder dass Sie Folterung nicht angenehm finden und solche Dinge. Aber das sind dann einfach subjektive Empfindungen, die Sie haben. Sobald es um Wahrheit geht, muss schon ein bisschen mehr dahinter sein. Also wenn wir von moralischer Wahrheit reden, reden wir nicht von solchen Dingen. Wir haben irgendetwas zwischen objektiven Wahrheiten oder Erkenntnissen und subjektiven Empfindungen. Und mir fällt jetzt auch nicht Besseres ein, als das Stichwort Intersubjektivität ins Spiel zu bringen. Also moralische Wahrheit ist am Gute, das heißt intersubjektiv nachvollziehbare Argumentationen und Narrative gebunden. Das heißt, die Vernunft kommt bei mir selbstverständlich ins Spiel, aber jetzt sehr viel weniger stark. Es ist eine schwache Vernunft, nicht ganz so stark wie die Vernunft der Freidenker, würde ich mal vermuten. Also mir reicht es zu sagen, wir haben intersubjektiv nachvollziehbare Argumente. Wir wissen nie ganz sicher, ob unsere Argumente richtig sind.
über die Jahre können die sich auch ändern. Aber in der Gegenwart versuchen wir, so gut es geht, im Austausch, im vernünftigen Austausch mit anderen, herauszukriegen, was moralisch gilt. Für ein und jeden mag das zu wenig sein. Nicht? Das ist eine sehr bescheidene Vernunft, die ich hier entstehen kenne. Mir persönlich macht das auch gar nichts, weil ich denke, weil ich glaube, obwohl ich sehr stark auf Vernunft jetzt rekurriert habe, und es in meinem Beruf sehr stark um Vernunft in der Moralphilosophie geht und in der Theologie. Vernunft wird, wenn es um Fragen der Moral geht, völlig überschätzt. Dazu ein weiterer und letzter Punkt, bevor ich dann so eine zusammenfassen kann. Also wir haben gesehen, wenn wir zurückschauen, Moral wird nicht durch absolute Fundamente gestützt. Es kommt eine weitere These hinzu. Ich glaube auch nicht, dass sie primär durch Vernunft gestützt wird. Sie können sich das relativ schnell klar machen, wenn Sie sich überlegen, nehmen wir wieder so ein Beispiel, einige unter Ihnen sind vermutlich Mitglied bei Exit und sind Anhänger des begleiteten Suizids in bestimmten Situationen. Ich halte das für eine vernünftige Position. Also ich bin diesbezüglich theologisch sehr liberal. Wenn ich Sie jetzt aber frage, warum vertreten Sie diese Position, klar, da kommen Sie mit Autonomie und so weiter, also die ganzen philosophischen Begriffe, wenn ich Sie genau frage, warum vertreten Sie diese Position, sehr früh werden, also eher früh als spät werden, Antworten kommen wie, ja, ich habe Angst davor, dement zu sein und nicht mehr über mich selbst zu reden. Das ist kein Vernunftargument, das ist ein Gefühl, das Sie haben. Oder Sie sagen, ja, da gab es meinen Vater, der ist ganz elendiglich gestorben, weil er was auch immer, das soll mir nicht passieren. Das heißt, Sie gewinnen zunächst einmal so etwas wie eine moralische Position über Erfahrungen, die Sie machen, über Ängste, die Sie haben, und das reflektieren Sie natürlich. Das unterstützen Sie mit Argumenten, da kommt die Vernunft eben ins Spiel. Da wird es auch sehr wichtig, wenn es darum geht, das anderen verständlich zu machen. Aber wenn es um so etwas geht wie die Basis von Moral, glaube ich, dass solche Erfahrungen, solche Geschichten, Erlebnisse von großer Bedeutung sind. Deswegen habe ich hier auch dieses Bild noch abgebildet. Es zeigt, vielleicht erinnern Sie sich, vor ein, zwei Jahren ist ein Flüchtlingsjunge am Strand tot aufgefunden worden. Hier ist der Polizist, den dann wegträgt. Und es sind letztlich solche Bilder, glaube ich, oder Erfahrungen eben entsprechende, die uns anrühren, die uns dann sozusagen bewegen und fragen, was ist eigentlich das Richtige in dieser Situation? Es ist eine ganz lebhafte Debatte übrigens unterdessen auch in der Philosophie, welchen Stellenwert haben Emotionen, welchen Stellenwert haben Geschichten, Erlebnisse, wenn es um Moral geht. Und jetzt reden wir nicht einfach von subjektiven Emotionen, sondern wir reden von Emotionen, die uns eben in Beziehung setzen zu anderen Menschen. Ja, und jetzt vor diesem Hintergrund, ich nehme nochmal das Stichwort Wertewandel auf, bin ich eigentlich, obwohl Sie sehen, ich habe so eine relativ schwach vernünftige Position, bin ich doch relativ zuversichtlich. Ich glaube nicht an so etwas wie Wertezerfall. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, betreffend so etwas wie Moralzerfall beispielsweise. Das ist etwas, was viele Menschen befürchten angesichts des Pluralismus, angesichts der vielen Autoritäten, seines religiösen, seines vernunftbasierten. Ich habe den Eindruck, dass Menschen nach wie vor durchschnittlich moralisch integer sind in der Schweiz. Nicht weniger als vor 50 Jahren, nicht weniger als vor 100 Jahren. Das ist, glaube ich, in etwa gleich. Was sich wirklich geändert hat und was uns vielleicht gelegentlich den Eindruck gibt, dass etwas anders ist, wir sind selbst nicht mehr so für so viel zuständig. Nicht? Wenn Sie vor 100 Jahren gelebt haben, da gab es noch keine Institution, welche beispielsweise im Falle von Krankheit oder im Falle von Alter Geld zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft einen Teil der Moral, der früher Aufgabe der Einzelnen war oder der Familien war, haben wir auch politische, soziale Institutionen ausgelagert. Aber das macht meines Erachtens die Moral eigentlich sehr viel stabiler, als wenn wir nur auf Individuen angewiesen sind. Also das ganz kurz, warum ich bezüglich
Moralzerfall nicht sehr pessimistisch bin. Damit komme ich zum Schluss. Das wird jetzt nicht überraschen, zwei Punkte. Auch der Rekurs auf Vernunft und die Kritik am vorgegebenen moralischen Aktion, beispielsweise der Religion, kann ins Autoritäre und Ideologische kippen. Ich bin auch gerne bereit, Beispiele dafür zu kennen, wie es tatsächlich gibt. Und ein zweiter Punkt, im Umgang mit moralischen Fragen sind, ich glaube, das sollte deutlich geworden sein, einerseits Bescheidenheit und Toleranz nötig. Die anderen sind nicht einfach Idioten, sie können auch einen Punkt machen. Und das müssen wir schon wieder in eine Balance bringen, also diese Bescheidenheit, Toleranz auf der einen Seite, schon wieder in eine Balance bringen, dieses Mal mit moralischer Sensibilität und Engagement gegen unmoralisches Verhalten. Meine Damen und Herren, Sie sehen, hier wird sehr viel avanciert beim Gruppenbauer. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, Herr Hubenbauer, Sie haben sehr viele Bereiche der Moral differenziert und interessant aufgezeigt. Sie haben auch den Stellenwert der Religion, der Vernunft und der Erziehung aufgezeigt und wie wir eigentlich mit Meinungsverschiedenheiten umgehen sollen. Ich möchte an diesem Punkt jetzt die Diskussion auch eröffnen und Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und vielleicht Hinweise zu geben aus Ihrer Sicht. Ich bitte Sie, die Hand aufzustrecken, damit ich dann anschließend zu Ihnen kommen kann mit dem Mikrofon, dass jeder Ihre Frage oder Ihren Hinweis auch hören kann. Wem kann ich als Erster das Wort geben? Sehr interessantes Vortrag. Eine Frage kommt ziemlich schnell aus der letzten Slide zum Beispiel. Das Gespräch über Werte benötigt einen gegenseitigen Respekt und Toleranz. Wo ist die Grenze zwischen gegenüber den Intoleranten? Sie meinen im moralischen Gespräch oder ganz generell? Well, zum Beispiel in einem moralischen Gespräch, wenn wir stattfinden, wenn beide Gesprächspartner willig sind. Also im Gespräch, denke ich, müssen wir sehr, sehr lange intolerant sein. Das Problem, übrigens, das ist im politischen Bereich anders. Ich glaube, da müssen wir, gibt es eine gewisse Berechtigung, intolerant zu sein bei Menschen, die Intoleranz zum Prinzip erheben. Aber das ist in der Politik. Im Gespräch selbst, glaube ich, müssen wir beliebig lang tolerant sein, weil es gehört einfach zum Wesen vernünftige Gespräche. Allerdings, es gibt halt ein bisschen das Problem, wenn Sie mit einem wirklichen Fundamentalisten diskutieren, können Sie eigentlich nur verlieren, das wollte ich sagen. Weil die haben Strategien, die es ihnen erlauben, immer recht zu haben. Also ich kann auch solche Strategien sein, das ist überhaupt nicht schwierig, man muss da einfach können. Und da wird es manchmal sehr schwierig, in diesen Kontexten ruhig zu bleiben, einfach weiter vernünftig zu argumentieren. Und vielleicht, irgendwann mal kriegt man ab, aber das ist dann keine Frage der Toleranz, glaube ich, sondern eher des, jetzt reicht es mir, ich habe keine Zeit mehr, ich habe Klügeres zu tun, du lässt dich sowieso nicht überzeugen. Also es sind dann eher solche Dinge, von denen ich glaube, dass sie dieses Gespräch beenden. Es ist dann kein vernünftiger. Ja, genau, es gibt übrigens sehr viele Gespräche, die sind diesbezüglich nicht vernünftig, weil eben Strategien wirksam sind. Da können Sie machen, was Sie wollen, Sie kommen nicht durch. Das sind dann sozusagen Immunisierungsstrategien. Also wie ein Körper sozusagen Dinge von außen abwehren kann, können auch Theorien können. Es gibt religiöse Positionen, die das machen. Es gibt auch säkulare Positionen, die das machen. Sicher auch, Carsten. Ja. Ich habe die Frage, was jetzt die Moral betrifft, kennen wir auch den Begriff der Metamoral. Und wenn man an die Nazizeit denkt, da sind zuhauf Scheußlichkeiten passiert. Und die Leute, die diese ausgeführt haben, die haben sehr oft
das als eine moralische Verpflichtung angeschaut, diese Aufgaben zu übernehmen und waren ihren Familien gegenüber durchaus auch sehr liebevolle Familienväter und haben das so begründet, dass eben ein höheres Interesse in diesem Fall des Landes oder der Gesellschaftsgruppe solche Handlungen moralisch notwendig machen oder so rechtfertigen. Wie sehen Sie diese relative Einschätzung der Moral? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage verstanden habe. Ich kenne natürlich das Phänomen und das zeigt einfach, wo Moral draufsteht, ist nicht notwendigerweise Moral drin. Und ich kann es nochmal extrem sagen, auch die Mafia hat eine Moral. Also auch in dieser mafiösen Gesellschaft gelten bestimmte Werte der Loyalität, der Verlässlichkeit und so weiter. Und offensichtlich hängt vieles davon ab, was wir mit bestimmten moralischen Normen und Werten machen. Das ist, denke ich, schon sehr wichtig. Und das andere ist, und da kommt, glaube ich, wirklich die Vernunft auch im Spiel, die dann kritisch hinschaut und fragt, was machst du eigentlich? Was bedeutet es, im Namen eines größeren Ganzes solche Gräuel zu begehen? Was ist das für ein größeres Ganzen? Was gibt es für Gründe, diese Gräuel im Namen dieses größeren Ganzen zu begehen? Und so weiter. Also da beginnt halt wirklich die kritische Debatte. Aber wir haben natürlich, wenn Sie jetzt etwas, wenn ich das so sagen kann, als Philosophen, haben Sie keine Machtmittel in der Hand, die solche Moralen zu bekämpfen. Sie haben nur die Möglichkeit, das sozusagen im vernünftigen Diskurs zu bestreiten und alles andere ist dann ein Thema der Politik und der Polizei. Zwei philosophische Fangfragen. Die eine, was kommt zuerst, das Fressen oder die Moral? Ja. Ist das eine Fangfrage? Das ist keine Fangfrage, das ist eine ganz einfache Frage, das Fressen. Sie sind schon gefangen. Die zweite Frage, vielleicht auch zusammengefasst, mir noch wichtiger, ist der Tod das Ende der Moral oder ihr Anfang? Der Tod? Der Tod. Das Phänomen Tod. Das? Phänomen Tod. Also die Sterblichkeit, sagen wir es so. Aha, okay. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass wir so etwas wie Moral haben, wie wir es haben, primär deswegen, weil wir endliche sterbliche Wesen sind. Ich versuche es nochmal ganz kurz anzudeuten. Ich habe hier ja diese Sache hier gesagt, Einsicht in die Fragilität und Verletzlichkeit unseres Lebens als Anlass für Moral und als etwas, was Moral stützt. Also insofern denke ich, wenn wir ewig lebende Wesen wären, hätten wir nicht die Form von Moral, die wir heute haben. Also sowas wie Menschenwürde macht nur Sinn vor dem Hintergrund, dass wir fragile, vulnerable Wesen sind. Und insofern würde ich sagen, ist der Tod der Anfang der Moral. Aber das ist eine Metapher. Dann wäre das Fressen nicht der Zweck von Moral. Nein, warum? Denn Fressen tun wir, um zu überleben. Ja, genau. Das ist ja das Spannende. Wir fressen, um zu überleben als biologische Wesen. Aber wir sind nicht nur biologische Wesen, sondern haben sozusagen so ein bisschen Zeitbewusstsein und können den Tod antizipieren. Also insofern sind das, glaube ich, unterschiedliche Ebenen. Ich habe das mit dem Fressen und der Moral deswegen so flapsig gesagt. Einfach deswegen, weil ich glaube, es gibt Situationen, die derart entwürdigend sind, wo sie so ums Überleben kämpfen müssen, wo es einfach falsch wäre, unrealistisch und auch unfair, mit Moral zu kommen. Also ich habe diese Situation vor Augen gehabt, wo ich sagte, das Fressen kommt vor der Moral. Ich habe eine Frage, wie Sie die Rolle oder die Wichtigkeit des Staates sehen. Weil wenn der Staat etwas legitimiert, das eigentlich moralisch nicht in Ordnung ist, woher soll ich dann wissen, ob ich jetzt etwas richtig oder falsch mache? Also woher Sie das wissen, da ist die Antwort, glaube ich, klar. Sie müssen selbst denken und mit anderen reden. Also der Staat wird Ihnen das ja sicher nicht abnehmen. Nein, mir ist die Frage, wenn Sie gekommen,
Sie haben etwas gesagt während dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Da war es offensichtlich in Ordnung, Juden umzubringen. Ja. Wieso soll ich dann mir überlegen, ob das in Ordnung ist oder nicht, wenn das so stark legitimiert wird? Weil ich glaube, dass wir so einzig vernünftige Menschen, dass wir zwar so etwas wie, also Staaten haben sich entwickelt, das ist auch nicht aus dem Himmel heruntergefallen, ist die Form, die wir heute haben, auch noch nicht so alt. Wir haben im Rahmen der Stadt Gemeinschaft auch so etwas wie Recht entwickelt, das unser Zusammenleben reguliert, würde ich mal sagen, und zwar auf eine recht verbindliche Art und Weise. Und wir sind der Ansicht, dass das nützlich ist, würde ich mal sagen. Aber wir sind ja auch der Ansicht, dass sich Staaten, staatliche Autorität, staatliches Recht irren kann, auch wenn es demokratisch sozusagen generiert wurde. Und ich glaube, das gehört gerade zu dieser vernunftbasierten Moral, dass man zu all diesen Autoritäten, seien sie staatlich, religiös, kirchlich und so weiter, Partei auch, Schule, dass wir eine kritische Distanz haben. Moralische Bildung besteht meines Erachtens primär darin, eben diese kritische Distanz einnehmen zu können. Sagen wir, wir brauchen sowas wie staatlich reguliertes staatlich regulierte Verhaltensnormen, also Recht, aber das hat seine Grenzen. Und deswegen plädiere ich persönlich dafür, dass es nicht zu viel davon gibt. Also ich vertrete hier eine eher liberale Position, auch in Bezug auf diese Fragen, die Sie hier hinter mir aufgepinnt haben. Also ich weiß nicht, habe ich Ihre Frage richtig aufgehört? Ja. Ja, okay. Sonst können wir nachher weiter. Es gibt gerade ein aktuelles Beispiel in Myanmar. Da gibt es eine Friedensnobelpreisträgerin, die war sehr hoch angesehen. Sie schweigt zu der Vertreibung der Muslime, der Rohingya. Ist das jetzt fressen? Weil wenn sie etwas sagt, wird sie wieder weggesperrt? Oder ist das unmoralisch? Eine super Frage, wann beginnt das? Also mit Fressen ist ja eine Metapher jetzt. Ja. Und es ist tatsächlich so, es ist ein bisschen Fressen, aber nicht nur, würde ich mal sagen. Wir sind, also diese Frage rührt an die Frage, was ist eigentlich moralische Integrität? Wir würden von dieser Frau in dieser Situation erwarten, dass sie die Ideale, die sie jahrzehntelang ja wirklich unter Entbehrung auch gelebt hat, dass sie die jetzt nicht verletzt. Und das scheint hier genau zu passieren, weil sie schweigt. Also insofern würde ich dann sagen, auf jeden Fall ist die moralische Integrität dieser Frau jetzt in Zweifel gezogen. Etwas, was ich beispielsweise auch Nelson Mandela so bewundere, weil ich den Eindruck habe, das ist da nicht passiert. Und jetzt haben Sie natürlich schon recht, Fressen spielt hier insofern eine Rolle. Es ist völlig klar, wenn sie sich jetzt aus dem Fenster lehnt, also moralisch integer ist, hat das Folgen für ihre Position in diesem Land. Und daran sehen wir, dass so etwas, ich will das nicht beurteilen, weil moralisch integer zu sein, ist wahnsinnig schwierig, glaube ich. Und das ist so eine Situation, wo es für diese Person einen hohen Preis hätte, denke ich, moralisch integer zu sein. Und offensichtlich ist sie jetzt nicht in der Lage, diesen Preis zu bezahlen. Aber eben, wir sind uns einig, das ist ein Verhalten, das eigentlich zu verurteilen ist, aber Sie haben bei mir auch so ein bisschen Verständnis durchgespürt. Sie haben sehr schön gezeigt, dass Moral, dass Moral etwas ist, das sich verändert und über das man diskutieren muss und kann. Das würde ja aber jetzt auch heißen, dass für Religionen keine moralische Autorität da ist. Ja. Ich frage mich jetzt, wo dann der Unterschied zu den Säkularen letztlich ist. Wenn Gott nicht mehr eine moralische Autorität. Ja, ich würde es genau andersrum aufziehen. Ich würde sagen, innerhalb religiöser Gemeinschaften, selbstverständlich gibt es etwas wie Tradition, auf die man sich bezieht. Ein Thema, was wir jetzt gar nicht diskutiert haben, es gibt ja auch innerhalb religiöser Gemeinschaften selbst Pluralismus. Religiöse Gemeinschaften sind ja nicht homogen. Das heißt, wenn die einen Streit haben müssen, also einen Konflikt, eine Differenz haben müssen, die auch zu argumentieren beginnen. Das heißt, sogar Religionssystem intern braucht es kritische Argumentation. Und jetzt würde ich sagen, die religiöse Moral ist natürlich insofern speziell, als sehr deutlich ist, auf welche Autorität, Tradition, Text und so weiter man sich bezieht.
Und das lassen wir einfach mal so, wir finden vielleicht diese Tradition und Autorität nicht gut. Der Irrtum entsteht, wenn man meint, Vernunft komme ohne solche Traditionen und Autorität aus. Ich versuchte das vorhin mit diesem Stichwort der Narrative zu zeigen. Das Narrativ einer Vereinigung, wie Sie es sind, Freidenker Vereinigung, ist das Narrativ aufgeklärter Vernunft. Also auch, Sie haben auch eine Tradition, Sie erzählen auch Geschichten darüber, was es bedeutet, vernünftig zu sein. Und insofern würde ich sagen, würde ich Ihnen recht geben, einfach von der anderen Seite hier, es gibt, wenn es um diese Art der, wie soll ich sagen, Thematisierung von Moral geht, tatsächlich keine riesigen Unterschiede zwischen einer religiösen Moral und einer vernunftbasierten Moral. Und übrigens, beide können auch fundamentalistisch sein. Der moralische Wahrheit gefällt mir sehr, vor allem der zweite Punkt, der mit der Einsicht in die Fragilität und Verletzlichkeit unseres Lebens. Ich möchte dich fragen, wie siehst du den Einfluss in der Veränderung der ganzen Kommunikationsmittel, der Medienlandschaft, wo ich manchmal oder zunehmend auch verunsichert bin über woher kommen Informationen, wie sind sie geschaffen, wie gelangen sie zu mir, wo ich nicht mehr unmittelbar Zeugen auch dieser Fragilität und Verletzlichkeit des Lebens bin und trotzdem aufgrund dieser Informationen vielleicht Entscheidungen fällen sollte. Ich finde das einen sehr guten Punkt, weil ich habe natürlich ein bisschen geschummelt bei diesen zwei Punkten. Ich habe so getan, ja, wir haben da die Vernunft und die Balance und so weiter. Und dann haben wir zack, unmittelbar und eindeutig Fragilität und Verletzlichkeit. Ja, am eigenen Leib haben wir es. Wobei auch da wird es immer schwieriger. Nicht, wenn Sie den ganzen Tag mit einer Uhr herumlaufen, die Sie misst und schaut, ob Sie gut schlafen oder nicht, dann haben Sie auch keinen direkten Zugang mehr zu Ihrem Körper und Ihrer Verletzlichkeit. Aber ich denke, das ist wirklich ein Problem, das hat mich auch beschäftigt, auch zunehmend aufregt, sozusagen die Aufgeregtheit, die es gerade im Zusammenhang mit solchen Bildern gibt. Also das ist eine sehr, sehr ambivalente Geschichte, vor allem wenn sie medial gespiegelt wird. Wir haben dann solche Bilder, die zirkulieren sehr schnell, werden auch untertitelt mit bestimmten Vermutungen, Ideologien und so weiter. Und das ist dann eigentlich hier so eine virtuelle Empörung, von der ich glaube, dass sie, wenn es wirklich um die konkreten Verhältnisse hier auf der Welt geht, nicht mehr so viel bringt. Also insofern, ich habe keine Antwort darauf, wie wir damit umgehen können. Es ist ja nicht nur gegen Fake News, sondern es geht wirklich auch um das Bewirtschaften von moralischer Empörung. Ich will es mal so sagen. Meine These ist tatsächlich, so etwas wie moralisches Engagement und Sensibilität entsteht nur über so etwas wie angesprochen sein Empörung. Also das gehört dazu, aber Empörung kann medial bewirtschaftet werden auf eine Art und Weise, die einfach nur demutschant ist und die dann sozusagen diesen was wir unter Moral und Beziehung und Menschenwürde verstehen, total entgegen. Ich weiß nicht, wie wir das ändern könnten, es sei denn eben, also wir trächtig sichere Regulierungen geben in Facebook, Instagram und so weiter, und wir müssen uns so, wie wir hier ja einigermaßen höflich miteinander umgehen, also Sie haben mich ausreden lassen, haben mich hier gefolgt, Sie stellen angenehme Fragen, Sie können auch kritische Fragen stellen, Sie auch. Also wir haben einen anständigen, vernünftigen Umgang miteinander. Ich würde sehr gerne wissen, ob Sie diesen Anstand auch auf Facebook haben. Nicht? Weil was sind wir? Wir sind da, wir sehen uns nicht in die Augen, wir haben sehr viele andere Möglichkeiten. Und ich bin sicher, wir werden lernen müssen, in diesen Medien das zu lernen, was hier relativ einfach ist, nämlich anständig und glücklich zu sein. Das ist noch nicht mal eine moralische Frage. Meine Frage ist eigentlich sehr manche. Bei der Antwort schon vorausgenommen, meine Frage ist eigentlich, wie man in diesem postfaktischen Zeitalter, wo Wahrheit, wo es Fake News gibt, wo Wahrheit eine Definitionsfrage ist und nicht mehr etwas, worum man sich einigen darf, wie man in so einem für mich fast vernunftlosen Raum noch eine moralische Basis finden will. Ja, zumal die Dinge, die eigentlich wichtig sind, vielleicht im Netz völlig unwichtig sind, weil irgendein Sternchen, also in unserer Perspektive ein Sternchen,
der wie 2 Millionen Follower hat und sehr viel wichtig ist, dann sonst sehe ich, ich kann ihm keine Antwort darauf geben. Also ich kann eigentlich nur, das nimmt vielleicht wirklich das ein bisschen auf, einer sagt, vernünftige Argumente sind letztlich etwas Schwaches und man muss wahnsinnig aufpassen, dass man sich nicht pervertiert, also indem man versucht sozusagen ins selbe Horn zu blasen und dann auch laut zu werden, kann man plötzlich auch unvernünftig werden. Und ich nehme das, also immer wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete, nicht hier, sondern in den Medien, vielleicht haben Sie ja gestern den Landboten gelesen, das war wirklich ein Kampf mit dieser Journalistin, weil die wollte mich viel extremer haben. Und ich musste wirklich mit ihr kämpfen. Ich war immer noch nicht ganz zufrieden und vor allem dieser Titel, den fand ich ein bisschen grenzwertig, weil das war nicht meine Aussage, aber gut, das klingt gut. Also man muss wahnsinnig aufpassen in der öffentlichen Debatte, dass man sich hier nicht vereinnahmen lässt. Und ich würde einfach sagen, halt geduldig, langen Atem, ruhig bleiben. Ich bin Universitätsdozent, versuche das meinen Studierenden beizubringen. Mehr kann und weiß ich nicht. Also Sie sehen auch hier wieder so eine gewisse Hilflosigkeit, aber das ist einfach vielleicht, weil ich Theologie und Philosophieprofessor bin und kein Journalist, die sehen das vielleicht auch. Ja, aussitzen, jein. Ja, natürlich aussitzen, aber also ich glaube, wenn man diese Debatte anschaut, da hätte ich den Eindruck, also ich bin jetzt nicht sicher, ob seine Gegenden wirklich so viel vernünftiger war als er, weil zu Vernunft gehört auch, die Welt zu sehen, wie sie ist. Und Frau Clinton hat die Welt nicht so gesehen, wie sie ist, sondern sie so gesehen, wie sie in Washington in bestimmten Kreisen ist. Das heißt, sie hat auch etwas nicht gesehen. Also insofern, was heißt dann aussitzen? Er hat bestimmte Dinge offensichtlich gesehen, die andere nicht sehen. Wir haben uns vorgenommen, bis um 9 Uhr zu diskutieren. Ich habe hier vorne noch jemand, der eine Frage stellen möchte und das hat gerade noch Platz. Ich möchte daran erinnern, dass wir anschließend den Apro haben und dass Herr Huppenbauer anwesend sein wird, dass man ihm andere Fragen vielleicht noch direkt stellen kann. Aber ich möchte abwenden. Es gab eine Studie über das Zerfall von Zivilisationen. Ja. Und sie fanden zwei Gründe. Erstens ökologische Katastrophen. Ja. Und zweitens etwas überraschend, die Wirtschaftsschere. Die Wirtschaft? Wirtschaftsschere. Die Stratifikation von Geld zum Beispiel. Okay. Also die Reichen werden immer reicher. Ach so, die okay. Immer reicher. Ja. Und es sagte voraus, dass die nette Zivilisation viel weniger gut sich schützen könnte und abgrenzen würde als autoritäre Zivilisation. Ja? Das heißt, dass die Autoritäre dann einen Wettbewerbsvorteil haben und eher überlebenstüchtiger sind. Daher meine Neugier, woher begründen Sie Ihre Zuversicht und optimistische Ausgaben? Ja. War das Janet Diamond oder wer ist das, der diese? Ich weiß nicht, ich lasse es im BBC. Aber ich glaube, es ist Janet Diamond gewesen. Ja, also ich kann solche Großtheorien letztlich nicht beurteilen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn man so erklärt. Aber auch wenn es wirklich so wäre, und die These ist ja, soweit ich das in Erinnerung habe, tatsächlich die, dass wir diesbezüglich sehr vulnerabel sind als Gesellschaft und vermutlich nicht mehr lange überleben werden, und dann eben autoritäre Staaten oder Gesellschaften einen Vorteil haben werden. Ich würde das nicht ausschließen. Also mein Optimismus bezieht sich nicht auf die nächsten 50 Jahre, sondern bezieht sich auf die Gegenwart und die nächsten Jahre, wo ich sage, ich habe den Eindruck, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Und das ist etwas, was mich tatsächlich so ein bisschen erschreckt, auch die Vorstellung, dass in 50 Jahren vielleicht, da lebe ich mit großer Sicherheit nicht mehr, es Menschen geben wird, denen die Werte, die für uns heute so wichtig sind, nichts mehr zählen. Ich meine, solche Gemeinschaften und Menschen gibt es schon heute. Aber wenn die Mehrzahl sind, oder vielleicht einfach die Macht haben, die große Mehrzahl zu unterjochen, das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Aber ich habe nicht einen Optimismus, der ausschließt, dass so etwas passiert. Ich habe nur den Optimismus zu sagen, versuchen wir doch mit den Mitteln, die wir haben, dass es nicht passiert. Ja, die
angeregte Diskussion hat gezeigt, dass Ihre Aussage, Ihr Vortrag sehr gut angekommen ist. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hierher gekommen sind, zu uns Freidenken. Und ich würde Ihnen gerne auch etwas schenken, das heißt im Namen Freidenken natürlich. Sehr schön, ja. Und zwar haben wir hier ein Buch, das auch in diesem Jahr erschienen ist, geschrieben worden ist von Philipp Werle, der sitzt hier, der Autor. Der Grund, warum ich denke, dass wir Ihnen das schenken können, ist, weil ich Sie als sehr offene, liberale Person kennengelernt habe. Ich habe das Buch schon gelesen. Es ist sehr anspruchsvoll. Also es geht auch um, übrigens heißt es, das Universum, das Ich und der liebe Gott. Es geht um die Entstehung des Universums aus dem Nichts, das beweist Philipp Werle. Es geht um die Entstehung des Lebens, um die Evolution, Evolution des Bewusstseins. Es stehen auch für einen religiösen Mensch oder nicht religiösen Mensch sehr viele Dinge, interessante Dinge in diesem Buch. Und das übergeben wir Ihnen gerne mit einer Widmung von Philipp Werle. Philipp, wolltest du noch etwas sagen dazu? Ja, nur ganz kurz, also die Ethik war mir immer zu schwierig. Und deshalb habe ich mich mit einfachen Themen befasst und ich hoffe, es ist Ihnen nicht so einfach. Und es hat mich sehr gefreut, dass Sie am Schluss gesagt haben noch, dass die Ethik eben nicht auf einer eindeutigen Vernunft basiert und nicht ganz klar beschließbar ist. Und das hat mich beruhigt. Am Anfang habe ich immer gedacht, wann kommt das? Und das ist mir eben zu schwierig. Vielen Dank. Also wie ich gesagt habe, ist insbesondere der erste Teil sehr herausfordernd zu lesen. Und damit der Schnauf nicht ausgeht, habe ich hier noch etwas Süßes. Winterthur Kostbarkeiten, das soll Sie auch an Ihren Ausflug nach Winterthur erinnern. Das übergebe ich Ihnen auch sehr gerne. Ja. Also vielen Dank noch einmal. Möchte Marc Beckerlin noch ein paar Worte sagen. Er ist der Präsident der Freidenkregion Winterthur und im Anschluss daran noch Andreas Kyriakou als Präsident der Freidenker Schweiz. Es geht nicht mehr lange, glaube ich, es geht nur wenige Sätze. Ganz genau. Also bevor wir Sie, ich wechsle jetzt durch Schweizerdeutsch, in Aperon gehen, wo draussen auf Sie warten. Sie finden dort zwei Tische. Rechts finden Sie all die Bücher, die wir besprochen haben, die Sie käuflich erwerben können. Und auf dem linken finden Sie Material von den Freidenkern, die Sie einfach mitnehmen können. Oder auch eine Spende hinterlassen, dass wir in Zukunft wieder so Abend organisieren können. Ich möchte Herrn Huberbauer auch recht herzlich bedanken, ebenso wie den Olivier. Und Olivier, wir haben auch ein Geschenk für dich vorbereitet. Wir haben das gleiche Buch, das du anscheinend bis jetzt noch ausgelehnt bekommen hast, kommst du jetzt auch noch als Geschenk über. So, und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, wir haben im Jahr in der Regel zwei so Vorträge wie heute. Und inzwischen machen die Mitglieder von der Freidenker auch mit Themenabenden. Der Abend heute wäre fast ein perfekter Abschluss von unserem Jahresthema Wertewandel in der Gesellschaft, wenn nicht noch ein Themenabend am gestern in zwei Monaten wäre. Es ist immer noch zweite Dienstag, alle ungeraden Monate. Fürs nächste Jahr haben wir auch schon ein Thema. Es wird sein, Evolution braucht keine Schöpfung. Das ist immer wieder sehr ein kontroverses Thema. Da haben wir gefunden, es ist schon mal gut, wenn man da vielleicht auch mal der eine oder andere Wissenschaftler dazu einladen, wo etwas mehr kann dazu sagen. Ich denke, das wird auch sehr interessant werden. Im Weiteren finden Sie auf unserer Homepage alle Informationen, inklusive auch den Vortrag. Wir werden ihn auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen, so schnell wie ich dazu komme, zu einem zusammenstellen. Ja, genau. Ich höre noch Vorreden dazu. Und bitte abonnieren Sie doch den Kanal, je mehr Abonnenten für uns, desto besser. Und danach wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Und jetzt habe ich fast das Wichtigste noch vergessen, weil wir haben ja da mal einen Theologe eingeladen. Und meine Aufgabe ist es heute noch, ihm entschieden zu widersprechen, in allen Punkten, die er vielleicht nicht vertreten hat. Wir haben nämlich ein bisschen Bedenken gehabt, sollen wir jetzt einen Theologe laden, weil eigentlich sind die Veranstaltungen dazu gedacht, dass wir unsere Positionen
präsentieren. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Oppenbauer, in folgenden Punkten haben Sie unsere Position nicht richtig übergebracht. Gut, das wär's gewesen. Schönen Abend. Also, ich habe Jura genannt, Position, ich muss mich jetzt noch vor der Apro dazwischen drängen. Ich mache es kurz. Ich werde noch auf eine Veranstaltung, zwei sind im Sommergang von den Freidenkern hinweisen, aber nicht nur, weil die Haupt- und Mitorganisator sind, sondern weil es eigentlich sehr gut anschließt an das heutige Thema. Es ist ja 2017 ist das Reformationsjubiläum, das ist jetzt von Deutschland auch dahin übergeschwappt. Es gibt eine ganze Anzahl Veranstaltungen. Wir haben gefunden, wir nehmen das Thema auf und fassen es aber einiges weiter. Das Denkfest ist die grösste Veranstaltung, die wir uns dran wagen, ein viertägiges Wissensfestival. Und wir haben dieses Jahr jetzt das Thema Reformation des Denkens gegeben. Beispielsweise Philipp Bloh, der Historiker, Bestsellerautor, der ein Buch herausgegeben hat, was auf dem Spiel steht, wo er Gefahr sieht, dass die Errungenschaften von der Aufklärung könnten verschwinden, je nachdem, wer da Politmachtkämpfe gewinnt. Wir haben den Ben Mohr, der auch schon mal da war, der aufzeigt, wie eben Erkenntnis aus der Wissenschaft auch Weltbilder durcheinanderbringen können. Wir haben beispielsweise Ferro Nattes, die reformorientierte Muslimin, die in Berlin gemischte Moschee eröffnet hat, seither bedroht wird. Und sie wird einerseits über ihr Projekt reden und ist dann auch Teil von dem Podium, wo es um die Frage geht, braucht auch die Islamreform. Und wir werden aber nicht nur schauen, wo die anderen vielleicht aufzuholen haben, wir stellen auch die Frage, ob wir dann auch im Humanismus Reformationen brauchen, gewisse Sachen mit neu gedacht werden, das wird nach dem Einführungsreferat von Michael Schmid-Salomon sein. Und ich denke, Sie wären sehr spannende Teilnehmer an dem Podium. Vielleicht können wir das gerade noch ergänzen. Schauen Sie das Programm an. Es ist guter Beitrag zu dem Reformationsjubiläum. Billett gibt es noch, aber es kann sich auch fühlen. Also prima Zustand. Also jetzt vielen Dank nochmal an die Organisatoren. Das habe ich gerne als Präsident von der Freidenker insgesamt. Winterthur ist eine von der aktivsten Sektionen. Freut mich sehr. Und jetzt alle viel Spaß beim Abend.